Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Franbo. Oh mein Gott, das ist Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Prüfungszeit an der Uni, Sommerpause, wie auch immer. Jetzt bin ich wieder da. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so eine große Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Hallo, Mr. Midnight. Muss die Feuerband und einmal Wasser besorgen? Ah, ja, wir sind aus Eterster rausgekommen. Endlich, Gott sei Dank. Und wir haben Edward getroffen, genau. Und der will uns jetzt irgendwie so eine komische Zeitmaschine bauen lassen. Genau, da war was. Wir brauchen Feuerbären und Wasser. Ah, okay. Das sind, glaube ich, die Feuerbären. Die Feuerbären brennen. Was ist das? Okay, da habe ich keinen Code für. Ah, das ist Buch, ist das? Der handgemachte Eimer von Edward. Er ist leer. Ja, dann tu Wasser rein. Okay. Tu Wasser rein, Fran. Komm. Oh nein, von hier aus komme... von hier aus... Oh nein, von hier aus komme ich nicht an das Wasser ran. Kombiniere das mal mit den Bären. Nein. Das ist Salz. Okay, fein. Okay, ich muss mich erstmal noch ein bisschen umgucken. Ich bin gerade voll verwirrt. Das waren die Feuerbären, ne? Okay, gehen wir weiter. Also, ich habe schon vergessen, wie gruselig Edward ist. Oh mein Gott. Hallo Edward. Wow, ein mechanischer Vogel. Großartig. Oh, wunderbar. Du kannst singen. Kleiner Vogel. Du kannst bestimmt fliegen, wenn wir losfahren. Okay, ey. Mr. Midnight, hör auf, hier an Edward rumzukratzen. Was macht er denn da? Ich glaube nicht, dass er das repariert, indem er einfach nur dagegen haut. Oh, ich vertraue Mr. hier Edward gar nicht. Oh mein Gott. Mr. Midnight, du solltest von ihm weggehen. Leckere Beeren. Ich glaube, die brennen nicht. Das sind dann normale Beeren, keine Feuerbeeren. Okay, hier, Edward, willst du die Beeren haben? Ich habe die Feuerbeeren, aber sie brennen nicht mehr. Excellent, die werden genügen. Danke dir vielmals, Liebes. Sag mal, hast du die Feuerbeeren und das Wasser schon gefunden? Wir brauchen sie für die Heimreise. Ich weiß nicht, wie ich an das Wasser rankommen soll. Was ist das denn? Oh Gott! Das ist Fran. Ach, geil. Okay. Wow, so viele Haare und so glänzend. Als ob ich in einer Zauber-Haarwelt wäre. Okay. Bin ich nahrhaft? Bestimmt, leckeres, frisches Fleisch. Alter Fran, sowas denkt man nicht mal. Was soll das? Bin ich nahrhaft? Ja klar, ich bin Fleisch. Sowas denkt man doch nicht. Ihr seid die Kamalas, oder? Ah, okay, ich erinnere mich. Die Kamalas waren diese bösen Kreaturen, die uns töten wollen. Naja, haben sie irgendwie auch geschafft. Könnt ihr sprechen? Hallo? Nee, anscheinend ja nicht. Ich sehe ganz deformiert aus. Ich würde nicht sagen deformiert, ich würde eher sagen leer. Ich frage mich, ob ich diese Fran bin, nur von woanders. Oh mein Gott. Würdest du sagen, das ist hier irgendwie so mit Paralleluniversen und so? Bitte, Fran, es ist 4:30 Uhr morgens und da ist mein Kopf noch nicht ausgereift für, um mich darüber jetzt da... Seht ihr mal, es ist 4:30 Uhr morgens, ich krieg nicht mal einen Satz mehr raus. Wer hat dich hergebracht? Oder besuche ich dich in einer anderen Realität? Ich weiß es ehrlich gestanden nicht. Wie sind diese ganzen Haarviecher? So viel Haar. Als ob ich in einer Zauberhaarwelt wäre. Jetzt ist diese Haardinger. Mit dem haben wir letztes Mal geredet, ne? Da war dieser süße kleine Reaper-Wurm drin, ne? Ja. Weg da, Plünderer! Oh Gott, der ist so süß! Oh, der ist so süß! Ich bin es. Darf ich nochmal auf den Elch klettern? Mach ruhig. Ich weiß nicht, warum ich hier hochkletter. Ich habe keine Ahnung. Was muss ich hier noch machen? Wie kriege ich dieses dumme Wasser? Hölle. Wir hängen nicht fest.
Geh weg, wir versuchen unser Haar wachsen zu lassen. Ich komme so an das Wasser nicht heran. Von hier aus kommen. Muss ich die Haare von denen abschneiden, damit ich so eine Art Seil daraus machen kann? Ich weiß, ich kletter da nochmal hoch. Hallo kleiner Reaper, wow, der ist so süß. Okay, ich kletter da nochmal hoch und jetzt schneiden wir mal hier die Haare ab. Ich weiß nicht. Nimm mal das Messer und schneid mal die Haare ab. Nichts, natürlich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ja. Du hast ja nicht mal probiert, die Haare abzuschneiden. Hier, mach mal. Nein. Okay, geh mal runter. Ich muss doch bestimmt... Ich bin voll verwirrt. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ja, du sollst die Haare abschneiden, damit wir uns ein Seil basteln können. Da klettern wir dann runter und dann können wir das Wasser nehmen. Kommt schon, das klingt logisch, oder? Das klingt doch logisch. Vielleicht muss ich von ganz vorne abschneiden. Von hier. Das da. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Du weißt es, Fran, komm schon. Negativ. Ja, dann brenn's an. Los. Soll ich den hier erstechen? Warte, wenn ich dem die Gießkanne gebe, kann er dann da runtergehen und mir Wasser holen? Würdet ihr mir erlauben, diesen Eimer an euer wunderschönes Haar zu hängen, bitte? Oh, geil! Einen Eimer an unser Haar hängen? Warum? Das klingt verrückt. Das ist gar nicht verrückt. Ich brauche Wasser von da unten, aber ich komme nicht ran. Ich muss euer wunderschönes langes Haar als Seil benutzen. Bitte helft mir. Ich hab doch gesagt, es wäre einfacher, wenn du es einfach abgeschnitten hättest. Okay, wir helfen dir. Mach den Eimer schön fest. Oh, danke. Ihr seid sehr nett. Füllt bitte den ganzen Eimer voll. Oh, Gott sei Dank. Okay. Der Eimer ist jetzt voll Wasser. Oh, danke euch glänzende Insekten. Ich muss jetzt los. Ich muss nach Hause. Zu Hause ist dort, wo wir alle gern hingehören würden. Aber gehört es irgendwo hin? Das verstehe ich nicht. Zu Hause ist dort, wo wir alle gerne hingehören würden, aber gehört es irgendwo hin? Was? Tut mir leid, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Das war eine rhetorische Frage. Ich wollte nur sagen, dass du dein eigenes Zuhause bist. Naja, man sagt ja, das Zuhause ist da, wo das Herz ist. Aber, naja, ich glaube, Zuhause ist da, wo man sich am wohlsten fühlt, wo man sich zu Hause fühlt. Das ist voll schwer zu erklären. Heißt dich selbst willkommen. Du wirst viele Türen finden, die du öffnen kannst. Oh, das klingt mysteriös und wunderschön. Ich versuche das ein andermal. Tschüss. Dankeschön, Haargeist. Der Eimer ist voll Wasser. Er wiegt gar nichts. What the? Wenn er voll Wasser ist, wie kann er dann... Egal. Mr. Midnight! Wir können endlich in eine andere Realität. Ich will nach Hause zu meiner Tante. Alter, ich habe Angst, mit Eduard mitzugehen. Ich habe echte Angst vor... Eduard, hier ist der Eimer Wasser. Ich bekam Hilfe von glänzenden Insekten. Du meinst die Lucifans? Die sind nett, ja, aber nur, wenn man sie in dieser Realität sieht. Okay. Sie sind gefährlich, wenn du sie in der fünften Realität triffst. Sie können dich verbrennen. In was für einer Realität sind wir denn gerade? Wow, mich verbrennen? Naja, ich war noch nie in der fünften Realität. Ich empfehle es dir nicht. Was dort sinnvoll ist, könnte deine schlimmste Erfahrung werden. Oh, ich habe vergessen, dir für das Wasser zu danken. Danke, Fran. Bitte, Eduard. Ah, Fran, es ist 2.34 Uhr. Naja, eigentlich nicht. Die Reise beginnt. Gehen wir in die Maschine. Oh nein, das wird nicht gut gehen. Oh nein, es wird nicht gut gehen. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 ich habe Angst. Ich bin damit leid. Ich habe Angst. Oh je, es wird nicht gut gehen. Midnight tapst hinter uns her, voll süß. Das ist ein fucking UFO. Wir haben ihm geholfen, ein UFO zu fliegen und jetzt... Oh Gott, nein. Es ist 2.36 Uhr. Wir haben eine große Chance, das Ziel in gutem Zustand zu erreichen. Ja, was ist, wenn nicht? Dann sind wir da im schlechten Zustand? Mr. Midnight, nicht schlafen. Danke, ich brauche moralische Unterstützung. Wir sind bald auf dem Weg in die dritte Realität. Bist du aufgeregt, Fran? Ja, geht so.
Klingt aufregend. Palantras hat mir von den Realitäten erzählt, aber wo sind sie? Das wirst du bald verstehen. Die Antworten sind nicht leicht zu zählen. Okay. Oh, das klingt irgendwie komisch. Zeit geht vorbei, wie sie muss, damit du am Leben bleibst. Hä? Ich verstehe nicht, was der mir sagen möchte. Wenn alles jetzt passieren würde, würdest du wohl explodieren. Und das wollen wir natürlich nicht. Willst du mir sagen, dass die Antworten, die ich suche, zu mir kommen, wenn sie es wollen? Das hast du wunderschön interpretiert, Fran. Nicht ganz. Weißt du was? Ich sollte besser sagen, durch die Zeit musst du entdecken und erfahren, um zu verstehen. Alter, wir nehmen nicht mal 10 Minuten auf und hier kommt schon dieser ganze Psycho-Pseudo-Kram. Außerdem, ich finde das sehr amüsant, wie hier der große böse Edward dieses Strampelfahrrad hier tritt. Sieht irgendwie ulkig aus. Das heißt, die Antworten kommen, wenn du sie findest. Ja, aber das ist doch logisch, dass wenn ich die Antworten habe, dass sie dann da sind. Zu mir kommen. Hä? Nicht, wenn andere dir sagen, wie oder wo sie zu finden sind. Ah, verstehe. Tja, jetzt bin ich aufgeregt. Du hast meine Neugier geweckt. Ich verstehe gar nichts mehr. Das ist das Beste, was du tun kannst. Sei neugierig und du wirst immer wieder überrascht. Aber nun, Fran, wir müssen Dinge erledigen. Reden bringt dich nicht nach Hause. Welche Dinge? Die Maschine muss ein wenig gewartet werden und ich glaube, du würdest das toll machen. Ja, wieso tauschen wir nicht? Wie wär's, wenn ich das Strampelrad trete und du die Maschine wartest? Hier sind die Feuerbären und das Wasser, das du gesammelt hast. Ja, warum habe ich sie dir gegeben, wenn ich sie jetzt wieder zurückkrieg? Voll unlogisch. Du musst die Wasserpumpe wieder ans Laufen kriegen und den Treibstoff mischen. Okay. Du findest alle Informationen, die du brauchst, wenn du in den Raum links gehst. Aber du darfst auch in jeden anderen Raum gehen. Ich werde damit beschäftigt sein, den Autopiloten einzuschalten. Aber wenn du eine Frage hast, bin ich da. Du musst den Autopiloten einschalten, dann kannst du das doch nachmachen, wenn der Autopilot an ist. Aber ich habe so etwas noch nie getan. Das macht es noch viel aufregender. Viel Spaß, Liebes. Ja, geil, ich mache irgendwas falsch und fliegt alles in die Luft. Ende. Okay, ich gehe jetzt. Geil. Mr. Midnight, steh auf, wir haben einen Job zu tun. Das ist wichtig. Das ist Itersterianisch, ne? Okay, das ist... Füße? Machen die Schuhsohlen aus Fußhaut? Füße! Ein Fuß mit einem Schuh, einer ohne. Das ist schon wieder die Iterster-Sprache. Ich frage mich, was da steht. Ist das Fußfleisch an der Schuhsohle? Um einen Schuh zu machen, braucht man Fleisch eines Fußes. Man zieht es ab, an die Sohle, kleben, festmachen, fertig. Schon hat man einen Schuh. Ich hab's mal übersetzt, ganz grob. Ein hölzerner Fuß erinnert mich, als ich ein Baum war. Okay. Ich glaube, das ist ein Modell, um Schuhe zu machen. Alter, macht der hier Schuhe? Nein, ich will mir das gar nicht vorstellen. Edwards Schuhe sind sehr schön. Fran, nein, geh weg. Geh weg, Fran, nein, geh weg. Geh weg von diesen Schuhen. Oh, das behalte ich. Klebeband, okay. Geh weg von den Schuhen. Ein Hammer, wahrscheinlich zum Hämmern. Nun, nicht, wenn du den Hammer für etwas anderes benutzen wolltest. Aber wofür? Na, ich lass ihn hier. Okay. Guck uns einfach mal weiter um. Oh, das sieht sehr kompliziert aus. Das ist der Autopilot. Es interessiert mich nicht, was das ist. Vielleicht ein andermal. Okay. Ich finde, Edward hat Geschmack. Er mag Dinge, die ich auch mag. All diese Details verwirren mich. Ich habe Angst vor Edward. Ich habe echt Angst vor Edward. Ohne Scheiß. Kamalahand? Oh, habe ich ein Minigame gefunden? Press Stars? Get ready? Okay. Hä? Ach Gott! Das ist so ein... Das ist so ein altes Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie das damals hieß. Wo du als, ach Gott, als kleines Raumschiff diese, Alien-Schiffe abwerfen musstest. Oh, das ist voll cool! Okay, aber wir sollten es lieber lassen. Sonst vergolde ich jetzt die ganze Folge noch Mist. Oh, wie cool. Ah, ich weiß, was das ist. Ein Kompass.
aber der hier ist durcheinander. Er zeigt Norden und Süden gleichzeitig. Ja, wir fliegen auch in eine andere Realität, das ist normal. Ich frage mich, was diese Maschine macht. Das macht bestimmt viel oder gar nichts. Dinge bewegen und drehen sich, mehr sehe ich nicht. Okay. Bei dieser Musik denke ich an Gabeln. An Gabeln? Vielleicht macht man sie mit Gabeln, man weiß ja nie. Okay, Gabeln. Okay. Ist das ein Telefon? Hallo, hier ist Fran. Hm? Ich kriege keine Antwort. Egal, ich kann ja immer noch mit mir selbst reden. Du kannst auch mit Mr. Midnight reden. Ich wusste es nicht. Ah, okay. Ich möchte aber erst kurz... Das ist gruselig. Okay. Oh, das war creepy. Okay, tschüss. Ich bin weg. Nein. Das war creepy. Oh, da ist die Roboterkatze schon wieder. Und da ist die Roboterkatze schon wieder weg. Wow, das ist ein großer Kreisel. Ich glaube, das hier ist der Motor. Mir gefällt das Design. Sehr verständlich. Okay. Interessant. Diese Lichter zeigen bestimmt an, dass etwas funktioniert. Okay. Der Kompass dreht sich. Hoch, runter, nirgends. Okay. Was ist an mir? Was ist das für eine Sprache? Gmail. Ist das Spanisch? Oh, das sieht nach einer Wasserpumpe aus. Ich verstehe die Sprache nicht, aber immerhin gibt es Zeichnungen. Scheinbar muss ich die Pumpe mit Wasser und so füllen. Feuer? Okay, ich brauche Feuer. Ich muss dann an den Strom anschließen. Dann muss ich da das Ventil hochklappen. H2O, da muss Wasser rein. Okay, das war wirklich verständlich. Das sieht aus wie eine Mischung aus Französisch, Spanisch, sowas. Les Calefone Monstren? Les Calefone Monstren. Wow. Ich bin so gut. Was haben wir hier? Das willst du nicht angucken. Was ist das? Gucken wir mal. Hm? AFM fehlt. Blauer Schlauch einsatzbereit. Diesen rosa Schlauch könnte man gut irgendwo anschließen. Ich glaube, das muss man anschalten, damit es funktioniert. Okay, ich muss hier irgendwas zusammenmixen. Okay, ich weiß aber noch nicht was, also lassen wir das erstmal. Und gucken weiter. Der Wirbel eines Ventilators. Das fasse ich nicht. Das fasse ich nicht an. Das kann wehtun. Ja, okay, der wird es aber so langsam, das würde nicht wehtun. Der Wirbel eines Ventilators. Okay. Realitätsansicht. Unrealitätsansicht. Ja, das wissen wir ja. Ach so, die wollen. Chemische Mischung. Ah, okay, hier sehe ich, wie ich AFM machen kann. Mikronährstoffe in Feuerbeeren werden die Maschine verbessern und einen langlebigen Motor verschaffen. Feuerbeeren, Afuga Mercenes, AFM. Okay. Ich brauche N166, R15, 2PF und A18. Okay, gut. Gucken wir mal kurz. Ah, das ist die Wasserpumpe. Okay, da kümmern wir uns gleich drum. Was haben wir hier? Eine Vase ohne Blumen. Naja, ich lasse sie mal da. Okay. Willst du den Stift haben? Ich habe schon einen Stift. Den hier brauche ich nicht. Okay. Was haben wir hier? Trinkt man daraus Wasser? Die sind so klein. Vielleicht für kleine Mengen Wasser. Vielleicht für sehr dünne Leute. Süß. Was ist das? Was für eine Unordnung. Edward kennt das Wort Hygiene wohl nicht. Aber er weiß auch viel über mechanische Dinge. Vielleicht behält er die Teile, um neue Sachen herzustellen.
Okay, wir gucken uns das nochmal an und dann lasst uns das machen. Also ich brauche N61. Wird das gespeichert, was ich hier mache? Okay, kann ich das resetten? Okay, ich brauche N61. Kommt hier rein. So, dann brauche ich... Ach Gott, okay. Da ist jetzt N61 drin. Jetzt brauche ich R15, 2PF und A18. Okay. Nein. A18. Was ist das bei PF? Okay. R15 und 2PF mischen. Also hier. R15. Hä? Ich versteh's nicht. Also hier kommt auf jeden Fall das. Hä, ich check's nicht. Was muss ich tun? Ah, warte, ich muss das bestimmt anmachen. Ah, warte mal. Okay. Und jetzt, da muss N16 rein. Ganz hinten ist A18. Da ist das und da ist das. Ist das jetzt richtig? So, und da, okay. Wir haben es da. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen leise bin, aber ich versuche das jetzt zu lösen. Unten müssen wir mischen. Hä, ich verstehe das nicht. Realität und Ultra-Realität, interessant. Das sieht sehr nach Chemikalienspaß aus. Das muss die Mischung für den Treibstoff sein. Das macht keinen Spaß, glaub mir. Muss ich da jetzt... R15? Und 2PF mischen da unten? Da unten? Nee, da passiert nichts. Okay, nee, warte mal. Hä? Ich check's nicht. Okay, wir gucken uns mal erstmal den Rest an. Ich bin gerade richtig verwirrt. Gucken wir mal. Oh mein Gott! Das ist verstörend, aber irgendwie auch ziemlich cool. Oh! Hübsch. Sekunden und Minuten und Stunden und Tage. Tick, tack, tick, tack. Ich habe vergessen, dich zu verstehen. Ich habe vergessen, mich selbst zu lieben. Alter, das sieht voll creepy und voll geil aus. Was ist da? War was? Welchen grünen Schlauch? Ein grüner Oktopus-Schlauch. Was ist das? Ein Schlauch, eine Art Verbindungsstück. Wo ist das fehlende Teil? Ein Auge? Ich bin das Auge. Da ist noch ein Auge. Hier sind überall Augen. Das ist irgendwie creepy, aber es sieht doch irgendwie voll geil aus. Okay, warte mal, brauche ich vielleicht die Schläuche? Um das zu machen? Hier so einen gelben Schlauch? Aber warte mal. Ich hab doch schon Schläuche. Hä, warte mal.
Okay, ich muss die Schläuche hier benutzen. So, den Schlauch bitte wieder zurücknehmen. Jetzt kriege ich den Schlauch doch nicht mehr raus, oder was? Okay, dieses Rätsel ist sehr komisch. Ich gehe weiter. Ah, Gott. Ich bin total verwirrt. Alter, was hat's mit dieser komischen Katze auf sich? So viele Seiten zum Lesen. Ich hoffe, es gibt auch Bücher. Aber Buchstaben sind okay. Sie geben einem Dinge zum Verstehen. Manchmal verstehe ich Geschichten falsch und das kann gefährlich sein. Okay, hier sind so viele von diesen Katzendingern. Ich frage mich, ob Edward schwarze Katzen wirklich mag. Wenn diese Puppen Mr. Midnight darstellen, wäre das komisch. Edward lässt mich über so viele Dinge grübeln. Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Okay, hier kann ich noch nichts machen. Fine with me. Diese Lampe sieht aus wie ein Tierkessel mit Gabeln und Löffeln. Das ist irgendwie voll kreativ. Diese, ja, okay. Was haben wir hier? Viele kleine Handschuhe, sie kommen mir bekannt vor. Sind das die Handschuhe, die ich in der Zeit verloren habe? Vielleicht hat Edward diese Handschuhe gestohlen. Wow. Süße Bären, sie halten Händchen. Viele Schuhe, vielleicht sind sie zu eng für den großen Edward. Hier gibt es auch viele Frauenschuhe. Vielleicht gefallen sie Edward. Natürlich, warum nicht? Sie sind hübsch. Okay, süße Bären, sie halten Händchen. Ich frage mich, was diese Maschine zählt. Da sind keine Kabel. Wie funktioniert das? Edwards Technologie ist faszinierend. Oh, das sieht nach einem mathematischen Problem aus. Aber ich will es nicht lösen. Ich muss andere Dinge tun. Okay. Fein. Oh, guck mal, das ist ein Bild von... Ich wollte gerade sagen, von dem König. König Zia, ich erkenne ihn wieder. Ich verstehe, sie sind Freunde. Das ist gut, jetzt will ich Edward vertrauen. Ich aber nicht. Ich will Edward nicht vertrauen. Das ist mir echt suspekt. Viele Dinge zum Ansehen. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Ich frage mich. Es gibt viele Dinge, die wir nie wirklich brauchen. Okay. Oh, nicht die schon wieder. Ah, nicht die schon wieder. Alter, Alter! Wie die grinst! Oh mein Gott, das ist creepy! Oh, seid ihr hier, um Edward zu töten? Hallo, warum sprecht ihr nicht mit mir? Ist es, weil ich euch getötet habe? Tut mir leid, was ich getan habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Alter, guck dir mal an, wie creepy die guckt. Ein kleiner Schlüssel, ich frage mich, wofür. Alter, what? Okay, genug. Ich glaube, der Schlüssel ist für hier. Alter, voll creepy. Ich will gar nicht mehr in die Albtraumwelt. Das hätten wir. Mal gucken, was passiert. In einer Welt aus Dunkel und Licht. Oh, süß, ein Theaterstück. Wollten sich zwei kleine Schwestern ihr Amulett stehlen. Aber keine der beiden konnte sich entscheiden, ob was sie taten, war richtig oder nicht. Okay. Mia war wütend und Clara war traurig. Weil sie verrückt waren, glaube ich. Oh, verrückte kleine Mädchen. In ihren Köpfen? Edward, das Wesen der Nacht. Er erschien immer in Träumen oder Realität. Lehrte den Mädchen die Pracht der Dualität. Aber was sie nicht verstanden, in Edward einen Freund sie fanden. Oh. Edward war die Verbindung zwischen Licht und Dunkel. Er war grau. Aber Clara und Mia entschieden sich, Edward ein für alle Mal loszuwerden. Oh. Stirb, stirb, sagten sie zum Wesen der Nacht. Doch haben sie sich gegenseitig umgebracht. Tod und fort. Die Schwestern beklagten sich übereinander. Es ist alles deine Schuld, Clara. Es ist alles deine Schuld, Mia. Dann besuchte Edward sie ein letztes Mal. Und er sprach: Ihr beide seid gefangen.
in der Welt der Trennungen. Aber ich gebe euch eine Chance. Die Welt war gemein zu euch. Man nähte eure Körper zusammen, um zu beweisen, dass es geht. Sie gaben euch einen Spiegel, um euch zu vergleichen. Ich gebe euch nur das, was ihr schon habt. Und eine einzige kleine Chance, den Sinn des Lebens zu verstehen. Aber die Uhr tickt. Ihr habt Zeit, bis eine schwarze Katze verschwindet und die magische Tür des Brunnens geöffnet wird. Ende. Das war also die Geschichte der beiden Zwillinge. Falls ihr euch erinnert, das waren die beiden Hexenzwillinge, die zusammengenäht waren. Jetzt haben wir ein bisschen von ihrer Geschichte mitgekriegt. Das ist creepy und interessant gleichzeitig. Aber ich würde sagen, wir beenden die Episode hier trotzdem für heute. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr lasst einen Like oder einen Kommentar da. Und sorry, wenn ich an manchen Stellen ein bisschen leise war, aber ich bin es gar nicht mehr gewohnt aufzunehmen. Und dieses komische Chemierätsel, da bin ich noch nicht so ganz. Ihr wisst schon. Also dann, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.